Was aussieht wie ein Camcorder aus den 80ern, ist eine 100.000 Euro Infrarotkamera, mit der James Torito einem unsichtbaren Motiv hinterherjagt. Der amerikanische Umweltaktivist sucht in Kooperation mit der deutschen Umwelthilfe in ganz Europa nach Lecks an Erdgasanlagen. What I think is that there's a valve there that's not fully shut. Toritos Aufnahmen machen sichtbar, was sonst meist unbemerkt bleibt. Die Stellen in der Erdgasinfrastruktur, an denen klimaschädliches Gas ausströmt. Mal sind es kleine Lecks, mal riesige Wolken. An der Verdichterstation im brandenburgischen Malnow, eine der größten in Deutschland, filmt der 36-Jährige seit einem halben Jahr immer wieder. An diesem Tag findet er zwei vergleichsweise kleine Lecks. It's really easy to see the big events that are happening, but the small leaks add up over time. If you think about, you know, thousands and thousands of smaller leaks that are occurring across Germany, across Europe, you know, that certainly adds up. Erdgas besteht zu einem Großteil aus Methan. Bis zu 33 Milliarden Kubikmeter davon strömen jährlich durch diese Pipeline aus Sibirien bis nach Malnow. Hier wird das Gas nachverdichtet und in die deutschen Leitungen gepumpt. Bei Förderung, Verarbeitung und Transport wird mutmaßlich sehr viel Methan freigesetzt. Uns geht es darum, dass die schmutzige Lüge vom sauberen Gas endlich mal aufhört, dass klar wird, dass es auch hier um einen fossilen Energieträger geht, aus dem wir aussteigen müssen und bei dem wir auch alle Emissionen, Methanemissionen, die da entstehen, abstellen müssen. Und was wir dafür brauchen, sind unabhängige Messungen, sind mehr Kontrollen der betroffenen Unternehmen. Und wir brauchen endlich einen rechtlichen Rahmen, der die Unternehmen auch dazu zwingt, Reduktionsmaßnahmen zu unternehmen. Wie viel Methan unbemerkt an Leitungen, Verdichteranlagen und sonstiger Infrastruktur austritt, weiß noch niemand. Für die USA vermuten Wissenschaftler, dass die wahren Methanemissionen rund 60% über den offiziellen Statistiken liegen. Mit schwerwiegenden Folgen für die Klimaziele, denn Methan ist eines der gefährlichsten Klimagase. Rund ein Viertel des globalen Treibhauseffekts wird durch Methan verursacht. Das meiste davon entsteht bei der Tierhaltung, aber auch der Energiesektor spielt eine bedeutende Rolle. James Torito hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten rund 150 Anlagen in 7 europäischen Ländern untersucht und bei rund 120 davon Lecks gefunden. Auch in Malnow ist er schon öfter fündig geworden. One of the compressor station buildings is venting quite a bit of methane from the roof. Certainly appears to be a lot more methane than I've seen previously. Der Betreiber der Anlage teilt dazu auf Spiegelanfrage mit, er sei sich des Problems bewusst und schätze die Emissionen auf rund 10 Kubikmeter Erdgas pro Stunde. Und er betont, die Emissionen in Malnow entsprechen betrieblichen Kleinstmengen, stellen keine Störungen dar und sind von der Meldepflicht nicht betroffen. Je mehr Lecks Aktivisten wie James Torito dokumentieren, desto größer wird der Druck auf die Politik. Die EU-Kommission arbeitet bereits seit längerem an einer Strategie zur Reduktion von Methanemissionen. Vorerst wird Torito sein unsichtbares Motiv also wohl noch oft vor die Kamera bekommen, auch wenn er es sich eigentlich anders wünscht.